Hallo. Ich bin Malte, das ist Urs und zusammen sind wir die Brüder, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt so aussieht. Aber egal, das machen wir später nochmal. Herzlichen Dank auf jeden Fall, dass wir hier sein dürfen. Das ist eine ganz großartige Veranstaltung. Viel Inspiration, tolle Vorträge. Wir haben schon echt viel mitgenommen und gelernt und wurden insbesondere total toll versorgt. Deshalb nochmal ein tolles Lob auch an die Organisatoren und herzlichen Dank für die Einladung. Das geht insbesondere genau in eine Richtung zu dir, Horst, denn wie gesagt, du hast es gerade schon erwähnt, du warst im letzten Jahr, du warst im letzten Jahr bei uns und hast sowas wie den Abschlussvortrag eigentlich gehalten, nach 2 Tagen Konferenz mit Podiumsdiskussionen, mit Vorträgen, mit Workshops, und Köpfe zusammenstecken, war das so wie der Versuch eines Finales, den du da gemacht hast. Und auf mich wirkte das, ich sag jetzt mal, wie eigentlich 100 Jahre Magazingeschichte, Editorial Design durchscrollen. Und nach diesen 2 Tagen war das für mich persönlich sehr ernüchternd. Ich dachte, Indymax, das worüber wir heute eigentlich reden wollen, ist ungefähr so alt wie die Bibel. Und wir wissen noch gar nicht so viel. Also es gibt noch viel, was man darüber erfahren kann und vielleicht noch erzählen muss. Genau, kurz zu uns. Wie gesagt, wir sind die Brüder. Malte und Urs und sind eigentlich Journalisten, sind natürlich keine echten Brüder, aber wir haben 2. Meiner ist Programmierer, der von Urs ist Fotograf und dann haben wir noch 2 im Geist, die sind Gestalter. Wir sitzen in Berlin und in Hamburg, verstehen uns als ein Redaktionsbüro bzw. eine kleine Agentur und machen im Wesentlichen Inhalte und Formen letztlich, Gestaltung spielt ja auch hier eine große Rolle, für Online- und Printpublikationen. Und das Kind, was wir sozusagen in den letzten Jahren immer nach Feierabend und am Wochenende geboren haben, ist eigentlich dieses. Das ist Indymax, indymax.de, ein Verzeichnis für unabhängige Magazine. Das ist schon mal kompliziert genug. Eigentlich ist es erstmal nicht viel mehr als ein Archiv für diese unabhängigen Magazine, um die es hier jetzt gleich mal gehen soll. Da haben sich mittlerweile in den letzten Jahren schon einige angesammelt. Es sind ein paar hundert. Und wir haben jetzt hier mal so einen kleinen Überblick mitgebracht, nur dass ihr ungefähr eine Vorstellung davon habt, was das eigentlich ist, worüber da immer die ganze Zeit gesprochen wird. Also nach unserer Erfahrung oder dem, wenn wir so auf unsere Daten schauen, kommt ein Indymac aus einer großen Stadt, ist irgendwie erwartbar, kommt aus Berlin, kommt aus München, kommt aus Köln vielleicht und natürlich aus Hamburg. Es kostet um die 8 Euro, erscheint 4-mal im Jahr, hat eine Auflage von 13.000 und berichtet über die großen Themen Gesellschaft, Politik, Kultur. Aber das machen sie ja eigentlich alle, auch die großen Publikumsmedien. Also irgendwie ist das noch nicht Indie, wenn man diese Daten da vor sich liegen hat. Was ist das eigentlich, dieses Indie, fragen wir uns seitdem und werden wir ständig gefragt. Und das kann man von ganz verschiedenen Perspektiven beantworten eigentlich. Eine ist Mut. Ist es irgendwie mutig, ein Magazin allein über Scheiße zu machen, so wie es Oliver Gers mit Dummy vor einigen Jahren mal gemacht hat? Das ist eine der Fragen und er hat uns erzählt, dass er mit diesem Heft sich gegen einen sehr großen Anzeigenkunden entscheiden musste. Very Indie. Vielleicht ist Indie aber auch was anderes, vielleicht ist es so, wie es der Name schon so ein bisschen vorgibt, vielleicht ist das individual, vielleicht muss man das alleine machen, so wie Kai Brach. Der macht Offscreen, kommt aus Saarbrücken, ist mit seinem Rucksack von dort aus irgendwann mal nach Melbourne gegangen und geblieben und sitzt dort in Cafés und Hotellobbys und berichtet über Leute hinter den Bits and Pixels in den großen Schmieden dieser Welt sozusagen. Er macht das, soweit wir wissen, mit Google Docs und Dropbox und diesen ganzen neuen Services und organisiert das gesamte Magazin allein als Gestalter, als Inhalte-Junkie, als Chefredakteur. Oder ist Indie vielleicht einfach ein Vogel? Ein Dodo. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Dieses Magazin, davon gab es nur genau ein Exemplar bislang, beziehungsweise es dürfte auch schon eine 2. Auflage erscheinen sein. Das wurde irgendwo in Spanien verbuddelt und dann wurden die noch nicht vorhandenen Leser gebeten, das mit einer Map irgendwie zu finden und wieder auszubuddeln. Letztlich war es eigentlich nur eine PR-Aktion, die dann dazu geführt hat, dass das Crowdfunding für die ersten großen Druckkosten irgendwie finanziert wurde. Und es hat geklappt, soweit wir wissen. Also das alles sind tolle Möglichkeiten, Indie zu sein, sich auszuprobieren, das Reagenzglas der Magazinkultur zu sein vielleicht. Aber für uns steht eigentlich in erster Linie mal eins dahinter und das sind die Macher. Also egal, ob es jetzt bei Dummy Oliver Gers ist oder Kai Brach bei Offscreen oder eben halt der Dodo, eine sagenumwobene Person.
es sind die Macher, die dahinter stehen, denn ein Magazin zu machen, ist in erster Linie auch mal eine Unternehmung. Und deshalb haben die alle die gleichen Probleme und die gleichen Aufgaben wie auch ein großer Verlag, aber es ist eben halt in einem ganz kleinen Rahmen. Also wir alle brauchen irgendwie für ihre Idee eine Finanzierung, sie brauchen einen Vertrieb, sie brauchen eine Leserschaft, die sie sich selbst aufbauen und dann brauchen sie vielleicht das nächste Gespräch, den nächsten Latte Macchiato mit den nächsten Anzeigenkunden, wie auch immer. Wir haben überlegt, was kann alles das zusammenbringen? Diese ganz kleinen Magazine, die in Wohnzimmern entstehen, mit Prittstift und Schere zusammengedoktert werden, bis hin zu den ganz Großen, die irgendwie dann eine Brand 1 Aktien AG sind von Gabriele Fischer. Und unsere Formel ist relativ einfach. Wir sagen, dass jene, die irgendwie inhaltlich verantwortlich sind, die also Chefredakteur, Herausgeber sind oder eben halt Artdirektor, Hauptsache Inhalt, verantwortlich sein müssen für das, was sie da tun, also auch die Chefs sein müssen. Die Chefs sind bei uns die Macher und andersrum, die Chefinnen sind die Macherinnen natürlich, muss man auch sagen. Das ist die wesentliche Formel. Und wir haben auf der Indicon im letzten Jahr gemerkt, dass sich, egal ob groß, ob klein, ob neben dem Beruf, als Hobby, wie auch immer, all diese Macher sehr viel zu erzählen haben und sehr viel voneinander lernen können. Und für genau diesen Austausch haben wir neben indimax.de, dem Archiv, eine Plattform geschaffen, in die Wirklichkeit gehoben, es geht ja um was Haptisches, die Indicon, das Festival für unabhängige Magazine. Genau, Horst hat dazu ja schon das meiste gesagt und wir haben jetzt eigentlich nur noch mal schnell ein paar Bilder mitgebracht. Also das ist die Villa, in der das dann stattgefunden hat, von Thomas Ganske, Hoffmann und Kamp Verlag, der netterweise dann einen Tag zur Verfügung gestellt hat. Wir waren insgesamt ein bisschen mehr als 50, also so ungefähr 120 Leute, davon 80, 90, die selber ein Heft gemacht haben. Wir haben auch unseren Hai mitgebracht. Das war so beim Aufbau, im Prinzip in dieser Villa dann eben da so ein bisschen einen Raum reingebaut und so sah es dann, oh, jetzt habe ich glaube ich den falschen Knopf gedrückt. Präsentation. Stark, das kostet mich jetzt hier wertvolle Sekunden, sehr gut. Und so sah es dann später aus. Also das war so ein kleiner Magazin-Flohmarkt da angerichtet, sage ich mal. Es gab auch schöne Taschen und es gab auch Eulen. Das war dann eins der Podien mit Gabriele Fischer von Brand 1, mit Ale Dumski aus Hamburg, der auch das Read Magazine, auch ein ziemlich lustiger Typ, war mal Schlagzeuger. Und irgendwann haben wir versucht, ihn zu erwischen. Da hat er gerade eine Kirche restauriert. Also vielfältige Hobbys auf jeden Fall. Dann sitzt da noch Kascha Mohl-Wolf, die Emotion macht und Hohe Luft. Inzwischen ein richtiger mittelständischer Verlag geworden ist eigentlich in Hamburg. Dirk Mönkemöhr, The Weekender und ganz am Rand, Moderator Volker Lilienthal, Professor für Qualitätsjournalismus an der Uni Hamburg. Ein paar alte Bekannte waren auch da. Vielleicht in den letzten Tagen auch schon gesehen, auch Hallo Kati nochmal an dieser Stelle. Das ist Ole Jendis, Verlagsleiter bei Impulse. Und der hat uns nachher erstmal gesagt, dass die Tickets für die Indicon viel zu billig waren. Das ändern wir jetzt aber trotzdem nicht. Das Essen bleibt auch so und so. Und ja, wir hatten einfach auch ziemlich vielseitige Unterstützung. Das sind jetzt unsere beiden Köche und der gerade mit dem Feuer ist unter anderem mein zweiter Bruder Lennart. Genau, und das ist jetzt nochmal das gesamte Team. Wir dachten, wir nutzen die Gelegenheit, auch mal einfach nochmal kurz Danke zu sagen an alle, die geholfen haben. Es waren zwei ziemlich schöne Tage und die Frage nach so einem Event ist ja eigentlich immer, was bleibt. Und für uns ist erstmal geblieben, wir wollen es auf jeden Fall wieder machen. Und Horst hat das ja schon mal so grob angekündigt. Wir denken auch schon ganz dezent über ein Datum nach. Und wenn es richtig geil läuft, werden aus diesen zwei Tagen, 28. und 29. August, an denen wir es jetzt gerne wiederholen würden, 5. Dann sagen wir aber nochmal rechtzeitig Bescheid. Aber wer Lust hat zu kommen, sollte vielleicht die Tage schon mal einmal im Kalender blocken. Ich mache jetzt noch ganz kurz, worum es eigentlich 2015 geht. Letztes Jahr ging es um sowas wie Selbstfindung, sage ich mal. Also was ist Indie, war die Leitfrage, die wir im Prinzip gestellt haben. Und in diesem Jahr schauen wir uns noch stärker die Menschen an, die eigentlich hinter den Heften stehen. Also es geht uns um die Arbeits- und Lebensmodelle, in denen eigentlich so ein unabhängiges Magazin produziert wird. Es geht für uns um Ein- und Ausstieg ins Indie-Dasein und eben um diese große Frage nach Verstetigung. Also ist Indie eigentlich für immer?
Steven und Jeremy haben ja schon so von der Second Golden Age of Magazines gesprochen. Und wenn man sich so die Zahl und die Vielfalt der Titel anschaut, dann gilt das auch sicherlich. Auf der anderen Seite haben wir gestern auch schon gehört, dass irgendwie die Kioske aussterben. Und ich denke, wir müssen auch nicht nochmal anfangen, von den Arbeitsbedingungen zu reden, die einen als Freien so im Printmarkt der großen Verlage erwarten. Ich glaube halt, fast jeder hier weiß, dass Selbstständigkeit, dass Indie halt ganz schön gut sein kann, dass das Autonomie bedeuten kann, dass das das Reagenzglas bedeuten kann. Es ist aber manchmal auch einfach eben nur die nächste Deadline und vielleicht auch das letzte Toastbrot. Und manchmal ist man auch einfach nur echt ein mies bezahlter Dienstleister. Und wenn es ganz schlecht läuft, steht man auch ein paar Jahren da und hat immer noch keine Sicherheit in seiner Arbeit. Wir glauben eigentlich, dass das nicht so sein muss. Weil wir möchten die Wege finden, durch die Indie eben auch ein tragfähiges Arbeits- und Lebensmodell werden kann. Das ist eigentlich unser Ziel, Indie, klar, vielleicht als Hobby, vielleicht nebenher, aber eben auch als Beruf. Und es gibt schon heute, und ich glaube auch hier in den Hallen, genug Leute, genug Ideen, genug kluge Modelle in ein Heft zu publizieren, sei es jetzt Co., Querfinanzierung, Crowdfunding, Social Distribution, Projektarbeit, irgendwie Stiftungen, öffentliche Gelder, Vereine, Verbände, vielleicht der gemeinsame Vertrieb, ein eigener Ort oder sonst was. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge zu besprechen und dazu möchten wir euch auch herzlich einladen. Also wer dabei sein möchte, schickt uns einfach eine Mail an info@indiemax.de. Guckt auch gerne mal in den Blog vorbei, schreibt uns auch sehr gerne, wenn ihr da noch nicht drin seid, dann ändern wir das natürlich. Genau, wer was von uns kaufen will, kann auch mal bei den Brüdern vorbeischauen. Ansonsten sagen wir Danke und Tschüss und es geht weiter mit Sebastian und Klaus von Froh, einem famosen Indie-Projekt aus Köln. Danke. Applaus